und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Die liebe Lani hatte vor circa 2 Tagen Geburtstag. Jetzt kommen ein paar Informationen zu ihr. Die Lani ist jetzt 1 Jahr alt. Sie ist circa an ihrem 6. Lebenstag zu mir gekommen. Sie wurde beim Ausmisten in einem Taubenstall gefunden, zusammen mit ihren 6 Brüdern. Ihre Farbe ist Wildfarben, Agouti. Zur Rasse ist, sie ist eine Hausmaus, keine Farbmaus. Eigentlich eine Wildmaus, nur eben von Hand großgezogen. Die liebe Lani wiegt leider nur 12 Gramm. Ja, wie schon gesagt, sie kommt aus einem Taubenstall. Beim Ausmisten lag sie im Stroh zusammen mit ihren Brüdern und musste dementsprechend weg, weil man kann ja da das nicht bei den Tauben liegen lassen, die Armen. Ja, die Besonderheit ist eben, dass ich sie seit ihrem 6. Lebenstag mit der Hand aufgezogen habe. Die Brüder habe ich letztes Jahr auswildern können. Die Lani war die Schwächste aus dem Wurf. Sie wurde auch angeknabbert am Ohr. Die hat einen Cut drinnen. Als ich ihre Brüder ausgewildert habe, war sie leider noch zu leicht und zu schwach. Und dann habe ich den Zeitpunkt, den richtigen, verpasst. Dann war es zu kalt wieder. Und dass sie nicht so alleine sitzt, habe ich sie derweil zu den Farbmäusen gesetzt. Aber dadurch, dass sie sich mit der Schaki so gut versteht, glaube ich, lasse ich sie bei mir. Sie ist auch leider schon zu stark an den Menschen geprägt. Und sie ist immer noch zu leicht. Ich weiß nicht wieso, aber sie nimmt nicht zu. Die wird vom Wind davon geweht. Aber sie versteht sich mit den anderen gut, sie ist lieb. Ja. Und die Schaki würde sie auch schrecklich vermissen. Sie hat so richtige Muttergefühle für die Kleine, umsorgt sie immer lieb. Ja, das waren jetzt die Infos zur Lani. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich keine Tiere ihrem Schicksal überlasse, wenn man sie mir bringt. Ja, dann tschüss, bis nächsten Montag.